So. Was machen wir denn jetzt am besten? Hier, wir suchen mal die andere Tür davon. Hier, Badezimmer. Schwarz, schwarz. Machen wir hier überall schwarz. Details. Ah, Griffe, Gold. Komm, das machen lassen wir auch schwarz. Rahmen auch. Ja, das wird ein kleiner Bart. Und hier das große Badezimmer. So. Hier wollen wir so eine Schranktür reinmachen auf jeden Fall. Ja, jetzt brauchen wir wieder die andere. Toll. Und Gold. Wir haben was da gemacht mit den Türen. Warte mal. Schließen. Hier. Ja, okay, dann müssen wir die so hinstellen. Nein, so. Ganz schön dunkel hier in der Mitte, ey. Aber wir brauchen eine Lösung für ein allgemeines Bad. So ein WC für Gäste und so weiter. Die Fenster würde ich hier so gerne lassen. Die Fenster will ich aber ersetzt haben. Oder wir machen hier draußen einen Hobbyraum. Hier, das wird Esszimmer. Hier Küche. Und hier Vorratskammer, Vorratsraum. Ja, dann machen wir das halt so. Würde am meisten Sinn machen. Dass das hier Hobbyzimmer ist. Und hier sogar Sauna, so eine Einbausauna. So. Ich renne hier auch jetzt die ganze Zeit so ganz komisch nur hier herum. Aber irgendwie merke ich gerade, es macht dann fast gar keinen Sinn, wenn ich das selber hier für mich nutze. Aber so, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Gerüst. Den hier. Ja. Der ist vielleicht doch ein bisschen zu groß, aber egal. Hier ist irgendwo noch Dreck. Ja, jetzt ist er weg. So, dann gehen wir noch auf die andere Seite. Glaube, der ist zu groß. Wir brauchen den anderen. Den kleinen. Den hier, ja. Der wird passen. So. Ja, hier scheint er sauber zu sein. Da ist aber irgendwo eine Steckdose. Da muss ich gleich mich drum kümmern. Oh. Ja, bin ich auch erstmal runtergefallen, erstmal hops gemacht. Aber vielleicht denke ich mir, so eine Art Haus wäre auch nice. Da ist nichts. Nein. So ein Haus wäre auch geil. So. Ja, hier haben wir noch Dreck.
und wieder runter. So, mitnehmen. Hier hin. Dann schauen, ob wir hier oben auch noch was haben. An Dreck. Nö, irgendwie nicht. Und wieder mitnehmen. Dann ist nur noch hier irgendwo. Schauen, ob da Dreck ist. Na, scheint alles Picobello zu sein. Ja. Nur Gips. Müssen wir noch hier machen. Aber den Geländer lassen wir eben noch. Weil, wenn wir das alles gipsen und dann neue Wände hier reinballern. Oh, hier muss aber einiges gegipst werden. Oben auch noch. Ja, oben muss auch noch. So, erst einmal zu machen wir neue Böden. So, Paneele. Irgendwas Edles. Und ja, ich habe mich jetzt auch entschieden, dass wir das vielleicht wirklich an die Familie da verkaufen. Dann nehmen wir die hier. Fangen hier an. So, bis dahin. Ja, das machen wir auch noch so. Und das hier auch noch. So. Ich glaube, das komplette Haus hier wird sehr, sehr teuer. Warte mal, das war das, was wir... Genau, das sollte die Küche sein. Da machen wir einen anderen Boden, aber hier nehmen wir nochmal denselben. Den, ja. So. Und hier nehmen wir auch denselben. Hier Hobbyzimmer. Auch auf jeden Fall so. Ja. Dann müssen wir das auch auf jeden Fall irgendwie ändern. Schauen, wie wir das machen. Ja, das soll das Zimmer sein, genau. Hier kleines Bad. Hier so. Ah, hier haben wir noch mit drüber. Die müssen wir noch ersetzen. Irgendwie. Genau, hier ist das Ankleidezimmer. Beziehungsweise begehbarer Wandschrank. Und hier wird das. Ne, hätte ich andersrum machen sollen. Oh, hier habe ich jetzt das auch noch gemacht. Upsi.
Und hier machen wir einmal so. Dann haben wir die Fußböden größtenteils einheitlich. Den machen wir auch noch schnell. Und so. Hier noch den. So. So, haben wir erledigt. Obwohl, Fenster können wir auch so lassen. Ja, okay, Fenster ersetzen wir nicht. Aber die müssen wir ersetzen irgendwie. So, Türen. Türen 2x2 Meter. Nehmen wir das. Ja, hier. Und so und rein. Dann nochmal hier. So und dann haben wir es hier. Das zählt als Garten, okay. Dann Böden decken. Da wollen wir Fliesen. Okay, kann ich nicht. Also damit kann ich auch nicht ändern. Ja, dann bleibt das halt so. Aber hier hatte ich so eine Idee gehabt. So eine Art Marmor zu machen. Die hatten wir ja hier auch mal in einer der vorherigen Folgen gehabt. Dieses edle. Und weiß mit Gold da. Verschneidet das Marmor nix. So, hier. Und hier. Und hier. Und dann schnell das andere Badezimmer suchen. Hier haben wir es. Ja. Ah, stimmt, die Decke wollten wir auch noch damit. So. Wieder schnell zurück. Dann machen wir hier die auch noch einmal. Jo, da. Und da. Wandschrank brauchen wir noch nicht zu machen. Das muss ich ja auf jeden Fall wegmachen. So, weg damit. Wieso kriegen wir den nicht weg? Ich würde sagen, wenn das hier Hobbyzimmer ist, komm, dann machen wir hier raus ein Badezimmer. So. Dann können wir die Tür wieder verkaufen und nehmen die. Warte mal, den brauchen wir nochmal. Ich hier. So. Dann Türen. Einmal 2 Meter. Da. Da haben wir die. Gold, schwarz und hier auch schwarz. So, dann machen wir das so. Dann wird das hier das Badezimmer. Und dann brauchen wir für Wände
genau dasselbe auch nochmal. Vorausgesetzt, wir finden das schon. Geschneites Marmonix, da haben wir's. Ne, so. So muss ich eben einen Schluck trinken. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Ab nach oben. Das hier gefällt mir gar nicht mit der Treppe. Hier brauchen wir 1, 2, 3, würde ich sagen. Und falls können wir die gleich nochmal neu kaufen. Hoppla, so. Und hier fürs ganz große Badezimmer 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich würde sagen, hier fangen wir auch direkt dann an. Aber ich freue mich ganz und gar nicht, wenn ich draußen die Wände mache. Das wird eine Monster-Session dann. So. Aber wird auf jeden Fall ein richtig edles Haus. Ich hätte das gerne für mich selber behalten. Aber ich glaube, das ist schon zu groß. Ich habe zu wenig Ideen, was ich hier alles machen könnte. Und so. Dann hier oben noch. Das hier. Das da will ich gerne haben. Boah, ich feiere aber auch extrem die... Naja, Aussicht kann man das schwer sagen, aber es ist schon eine geile Aussicht mit Wasserfall. Oder das da. Der hat direkt den Wasserfall. Der besitzt den Wasserfall. Das wäre nice. Oh, machen wir mal zu. Der besitzt einfach den Wasserfall. So. Gleich noch ein Paket holen. Ja, ein Paket noch. Kaufen. Hallo? So, ja. Und die nehmen wir mit. Das Badezimmer haben wir. Und jetzt das hier.
Fangen wir mit der Wand an. Aber ich glaube, wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich die ganze Zeit nur von dem da schwärmen. Ich glaube, macht auch am wenigsten Sinn, dass ich diese Bude hier übernehme. Jetzt habe ich keine Fliesen mehr. Wäre einfach zu schade. An sich ist es schon eine geile Bude. Würde ich diese hier in Real Life besitzen, ich würde mich definitiv nicht klagen. Mich hier ein bisschen unterschätzt, was Fliesen angeht. Muss ich gleich doch noch mal ein Paket kaufen. Wieder mal. Na egal, aus diesem Fehler werde ich wahrscheinlich nie lernen. Professionell immer alles zu wenig kaufen. Ein Stack Fliesen brauchen wir noch. So. Nice. Und den nehmen wir mit. Und dann unten das eine Badezimmer. Hier, genau. Fangen wir hier an. Bisher sind die auch alle mit Zimmer markiert. Also, das Spiel weiß noch nicht, wie ich die Zimmer einteile. Ist auch interessant. So, hier noch ein 10er Stack. So. Vielleicht auch wieder noch mal einen Stapel kaufen. Habe ich insgesamt 3 Stapel zu wenig gekauft. Sieht bisher nämlich danach aus. Oder? Vielleicht haben wir doch noch Glück. Könnte sogar sein. Ne. Ich brauche 2 Fliesen. Exakt noch. Wahrscheinlich. Ja, 2 Fliesen werde ich brauchen. Also ein Stack noch. So.
Nur zwei. Und der Rest wieder zurück und verkaufen. Joa. Hier würde ich das mit dem Rot gerne irgendwie behalten. Schauen wir mal an. Wände. Tapeten. Zielleisten haben wir hier, aber... Was? Zielleistenwand? Nee. Boden. Decke. Wand. Nee. Wandfliesen, Tapeten. Paneele, Gipsfarben. Ja. Gibt's nicht hier. Und hier auch nicht. Was mit denen? Da gibt's auch nichts Rotes. Rosa wollen wir nicht. Ich will dieses dunkle Holz aber noch behalten. Nee. Gelb wollen wir nicht. Rote Farbe, Bio-Wulps. Nee. Will aber eine Tapete haben. Nee. Irgendwie das, was dem am nächsten kommt, was ich haben will, wäre das hier in dem Rot. Oder blutrotes Gewirr. Eosin. Eosin. Das wäre das, was dem, was ich haben will, am nächsten ist. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 mal. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und wir fangen damit an. Und hier. Ja. Und hier nochmal und da. So. Wenigstens geht das Tapezieren hier sehr, sehr schnell. Schneller als das mit Ziegeln. So. Dann müssen wir gleich noch
Den Farbton Iosin holen und dann hier die Decke auch noch in dem Ton färben. So. Da wird das gleich ein Spaß. Aber die Hütte, die gefällt mir auf jeden Fall. Die sieht schon sehr klasse nice aus. Und 10 Stacks haben nicht gereicht. Sehe ich jetzt schon. Wir werden da locker noch ein paar kaufen müssen. Das wird ja alle schon hier am Fenster verbraten sein. Sagt sich doch, auf jeden Fall. So, noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Na, 5 werden diesmal, können sogar zu viel sein. Ja, aber besser zu viel als zu wenig. Unten haben wir hier. So, so. Ja, ist zu viel. Ja, aber wie ich vorhin gesagt, besser zu viel als zu wenig. Dann kriegen wir noch, sogar noch Geld zurück dafür. Und holen uns jetzt die Farbe. Farben. Bei Rot. Eosin, da. Da reicht uns eine kleine Dose. Und fangen wir an zu streichen. Ja. Ist exakt der Farbton. Nehmen wir noch mal nach. Und hier. Und das hier noch. Ah, wieder leer. So, und dann haben wir es hier. Sieht doch schnuckelig aus. Können wir die Farbe wieder verkaufen. Hier, genau, hier sollte ja die Küche werden. Und hier das Esszimmer. Esszimmer.